Ich habe die Dopingkartei von Fritz gesehen. Was hast du? Ja, mich ziemlich genau informiert. Das bedeutet Produktionsstopp. Wir haben aber Lieferverträge einzuhalten. Du hast wirklich keine Ahnung. Weißt, was du mir noch alles verschweigst. Was meinst du damit? Fritz. Ein Mann mit ihren Fähigkeiten. Da warten doch ganz andere Herausforderungen auf sie. Jetzt mal ganz unter uns. Was zieht sie eigentlich dauernd in unser Haus? So als wollten sie wie eine Motte zum Licht. Wie bitte? Tun Sie doch nicht so. Ich habe sie doch längst durchschaut. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Offensichtlich ist Ihnen jedes Mittel recht und sei es auch noch so plump. Was für Mittel, wenn ich fragen darf? Hauptsache immer in der Nähe der von Anstetten. Oder wie? Ich mag Pferde und die Arbeit im Stall auch. Und? Und das beste Pferd im Stall heißt Julia. Okay, ich mag Julia. Sehr sogar, aber keine Angst. Wir wollen nur Freunde sein. Nicht mehr und nicht weniger. Diese Freundschaft wollen Sie pflegen, indem Sie ihr das Pferd satteln und den Stall ausmisten? Ja und? Sie sind doch nicht jemand, der einen Job macht bei der Familie seiner Ex-Freundin. Wieso nicht? Oder gehört sich sowas nicht in Ihren Kreisen? Ich habe den Eindruck, dass Sie Julia nur dazu benutzen, um in unsere Kreise zu kommen. Und vor allem an unser Geld. Oh, störe ich? Ich habe noch was zu tun. Was habt ihr euch denn zu erzählen? Ach, nur so Dinge, die uns bewegen. Aha. So. Ich wollte deinen Peter mal etwas besser kennenlernen. Ist doch verständlich, oder? Na, freut ihr euch auch schon so auf unser großes Familientreffen? Wäre doch zu schön, wenn Jan mit dabei sein könnte. Wenn endlich diese verdammte Mordgeschichte geklärt wäre. Sag mal, Susanne, wann hast du eigentlich das letzte Mal Tante Gerda und Onkel Heinz gesehen, hm? Kann mir mal einer sagen, was hier los ist? Oder erfahre ich es wie immer als Letzter? Ach Gott, ist wieder was mit Oliver. Arme Bete, mach es doch nicht noch schlimmer. Ich weiß ja nicht, was passiert ist und Gedanken lesen kann ich nicht, noch nicht. Jetzt hör endlich auf. Wenn Susanne reden will, dann wird sie den Mund schon aufmachen. Anstetten, ich muss Sie kurz mal sprechen. Ja, bitte, ich höre. Ich kann nicht mehr für Sie arbeiten. Wieso denn das? Na gut, die Arbeit im Stall ist nicht das Ziel Ihrer Träume, aber ich dachte immer, Sie hätten Spaß an der Arbeit mit Pferden. Ja, das habe ich ja auch, aber ich habe ein besseres Angebot bekommen. Ach so? Was denn, hier in der Nähe von Düsseldorf oder weiter? Ja, das ist gar nicht weit von uns. Das ist ein paar Kilometer die Richtung, glaube ich. Na, ist doch egal. Jedenfalls ist es sehr schade, dass Sie uns verlassen wollen. Ausgerechnet jetzt. Es tut mir leid, Sie zu enttäuschen. Eine letzte Bitte hätte ich noch. Und, die wäre? Ich erwarte in den nächsten Tagen einige potenzielle Kunden. Denen möchte ich ein paar Pferde verkaufen. Ja und? Die Tiere sollen doch optimal dastehen. Können Sie nicht wenigstens noch bis zum Wochenende bleiben? Ach, das würde ich ja gern, aber... Aber? Sie wissen doch, warum ich kündige. Ich möchte Julia nicht so oft begegnen. Na ja, Sie brauchen doch einfach nur nicht hier ins Haus reinzukommen. Sie können doch im Stall bleiben, da, wo ich Sie brauche. Und das so einfach wäre. Na ja, nur klar, da haben Sie Ihre Ruhe. Bitte, lassen Sie mich nicht im Stich. Also gut, ich mach's.
Das ist ein Wort. Aber nur, bis die Tiere verkauft sind. Nicht einen Tag länger. Okay. Das gibt's doch gar nicht. Der hat doch irgendwas vor. Warum sollte er sich sonst bei uns anbiedern? Ein Stallbursche. Das war meine Idee. Schließlich ist er ja auch meinetwegen ausgeflogen bei Paolo. Das weißt du ja wohl noch. Aber Peter weiß doch, dass du bald Gero heiraten wirst. Oder hast du schon wieder anders überlegt? Nein, warum sollte ich? Schließlich sind wir ja jetzt offiziell verlobt. Bei dir weiß man ja nie so genau. Ach, Mama, bitte. Das stimmt doch. Seit du diesen Peter kennst, bist du unberechenbar geworden. Schnee von gestern. Ja. Und der nächste Winter kommt bestimmt. Peter wollte selbst, dass wir nur Freunde bleiben. Also, es gibt überhaupt keinen Grund zur Beunruhigung. Vielleicht siehst du das so. Aber bei Peter wäre ich mir da nicht so sicher. Warum? Bei dir gibt er sich vielleicht zugeknöpft. Aber mir gegenüber hat er es zugegeben. Was hat er zugegeben? Dass er alles tun würde, um in deiner Nähe zu sein. Ach ja. Was hat er denn gesagt? Ja, sowas Ähnliches wie, er würde von nichts zurückschrecken, um immer bei dir sein zu können. Wie bitte? Ja, oder sowas Ähnliches. Auf jeden Fall hat er was vor. Das spür ich doch. Sag ihm, er soll seinen Stalljob kündigen. Ich möchte mal wieder in Ruhe schlafen können. Ja, ich werde mit ihm reden. Ich verspreche es dir. Die haben mich eiskalt erwischt mit ihrem Streik. Was soll ich denn jetzt machen? Henning, kann ich dich mal was ganz Simples fragen? Was meinst du wohl, ist die Ursache für den Streik? Das ist doch klar. Die sind sauer, dass ich dem Spieß gegenüber so stur war. Vielleicht sollte er ja wieder die Leitung von Avatex übernehmen. Dann wäre der Spuk in 0, nix vorbei. Du meinst, die streiken wirklich nur aus Solidarität zu Walter Spieß? Warum denn sonst? Warum streikt man normalerweise? Meistens wegen Geld und wegen der Arbeitsplätze. Und warum sollte das bei uns anders sein? Du hast gesagt, dass sie wegen Spieß streiken. Spieß ist doch nur der Aufhänger. Die wollen Geld. Außerdem haben sie Angst vor Rationalisierungsmaßnahmen. Und der geltende Tarifvertrag geht zu Ende. Wie bitte? Oh. Davon habe ich nichts gewusst. Der Spieß versteht das Einmaleins seines Jobs. Er hätte der Belegschaft rechtzeitig ein akzeptables Angebot gemacht, bevor die überhaupt auf die Idee kommen zu streiken. Am besten, du übergibst die Leitung der Fabrik wieder an jemanden, der sein Einmaleins besser beherrscht als ich. Dann hast du nämlich deinen Frieden, und ich habe meinen Frieden und in der Fabrik läuft auch wieder alles ganz normal. Ich denke überhaupt nicht daran. Du bist ein von Anstetten und ich erwarte von dir, dass du dich deinen Problemen stellst, statt feige davon zu laufen. Und wie stellst du dir das vor, wenn ich mal fragen darf? Ganz einfach. Ich gebe dir die Tipps. Und du führst sie aus. Dann ist der Streik ruckzuck beendet und wir können wieder zur Tagesordnung übergehen. Verstanden? Du kannst dich auf mich verlassen, Vater. Was gibt's denn, Liebes? Nichts. Ich wollte nur mal nach euch schauen. Das hört sich ja großartig an. Vater und Sohn gemeinsam gegen den Streik. Psst. Komm mal her. Was ist denn los? Wir sind schon wieder von Oliver abgehauen. Ach, lass mich in Ruhe. Ich bin müde und will ins Bett. Hängt mit den Dateien zusammen, die ich gecrackt habe, was? Nun sag schon, womit hat er dich so genervt? Das ist allein unsere Angelegenheit, das geht dich gar nichts an. Ach nein, das sehe ich aber anders. Der Mordfall an Fritz Konrad hat was mit den Dateien zu tun. Ach, Schwachsinn. Und wie erklärst du dir das? Als Oliver Anna und mich am Computer erwischt hat, da ist er total ausgeflippt. Genau wie damals Fritz Konrad. Merkwürdig, nicht? Ich will nichts mehr hören, ich will meine Ruhe haben. Jan hat angerufen. Ich auch? Wird dich wohl vor Oliver gewarnt haben, hm? Weil er glaubt, dass alle Spuren für den Mord im Fitnessstudio zusammenlaufen. Sag schon. Hat er dich auch gewarnt vor Oliver? Ich bin hier, um mit Christoph zu sprechen.
dich leider enttäuschen. Er ist gerade in einer Besprechung mit einem Gewerkschafter. Du hast doch schon vom Streik gehört? Na klar, aber wieso Christoph? Ich dachte, er ist aus der Geschäftsführung ausgestiegen. Ist er ja auch. Er greift Henning etwas unter die Arme. Der hat auch noch keine Ahnung von den ganzen Mechanismen. Na, das lässt sich hoffen. Du meinst? Naja, wenn noch länger gestreikt wird, dann kann Karl Donner die Frühjahrskollektion nicht ausliefern. Jedenfalls nicht termingerecht. Mach! Du weißt, was das heißt. Ja, ich habe schon davon gehört. Aber ich dachte, es sei nur ein Gerücht, völlig aus der Luft gegriffen. Ist es denn wirklich so schlimm? So eng war es noch nie. Wenn es hart auf hart kommt, dann sind wir am Ende. Du weißt, wie Caradonna beziehe ich für Linie Clarisse inzwischen meine sämtlichen Stofflieferungen von Arbotex. Als Familienmitglied genieße ich natürlich absolute Priorität vor allen anderen Kunden. Wie schön für dich. Nein, nein, bitte verstehe mich nicht falsch. Linie Clarisse war so erfolgreich letztes Jahr, dass ich ein paar verspätete Lieferungen durchaus verkraften könnte. Glückwunsch. Hör zu. Ich könnte euch doch meine Priorität abgeben. Dann würden die ersten Stofflieferungen nach dem Streik direkt zu Karl Donner gehen. Wie bitte? Du trittst meinetwegen zurück? Wo ist der Haken? Barbara, unsere Kinder heiraten doch bald. Was haben denn die Kinder damit zu tun? Wir werden eine große Familie sein, da muss man doch zusammenhalten. Egal, was passiert. Ist das dein Ernst? Ja, natürlich. Du hast mir doch klar gemacht, wie wichtig dir dein Job bei Caradonna ist. Wie könnte ich dich da im Regen stehen lassen? Also dann, danke für deine Großzügigkeit. Tja, das war's. Alle Forderungen komplett. Und denken Sie daran, Herr von Anstetten, die Arbeiter gucken Ihnen bei der Eingruppierung in die Lohnklassen genau auf die Finger. Und bei jeder Entlassung, die Sie mit Rationalisierungsmaßnahmen begründen. Schon gut. Ich schlage eine Unterbrechung der Verhandlungen vor, sagen wir für 2 Stunden. Wir müssen uns über Ihre Forderungen beraten. Haben Sie Einwände? Nein. Gut, dann sehen wir uns in 2 Stunden hier wieder. Noch etwas, Herr Salinger. Ich möchte Sie davon in Kenntnis setzen, dass ab sofort mein Sohn die Verhandlungen des heutigen Tages führen wird. Ja? Tja, also dann bis später. Salinger treibt Arbotex in den Ruin mit diesen Forderungen. Beruhige dich, Henning. Der ist unter meinen Erwartungen geblieben. Wir können ihm sogar noch entgegenkommen. Wie denn das? Pass auf. Ein Großteil der betrieblich bedingten Entlassungen können wir auffangen durch subventionierte Weiterbildung. Aha. Ja. Im Gegenzug verlangen wir von der Gewerkschaft, dass sie uns keine Steine in den Weg legt. Wobei? Wenn wir die letzte Generation computergesteuerte Webstühle einführen, dann gehen nämlich noch mal einige Arbeitsplätze verloren. Das ist genial. Und sowas schüttelst du einfach aus dem Ärmel. Ja, Erfahrung, Junge. Erfahrung. Und Verhandlungsgeschick. Merk dir eins, mein Junge. Bei sämtlichen Verhandlungen mit der Gewerkschaft, erste Regel, immer die Karten offen auf den Tisch. Wenn die nämlich annehmen, dass du am Taktieren bist, dann geht das ewig hin und her. Dann taktieren die so lange, bis du kein Sitzefleisch mehr hast. Und dann langen sie richtig zu. Verstehe. Wenn ich Pech habe, kann mich das also so viel kosten, dass ich den Laden auch gleich dicht machen kann. Genau. Allzu vieles taktieren, dann glaubt dir kein Gewerkschafter mehr, dass seine Forderungen die Firma wirklich in den Ruin treiben. Weißt du, Christoph, bei dir lerne ich mehr als an der Uni. Stimmt es, dass wir uns lieben und mehr sein wollen als nur bloß Freunde? Stimmt es oder stimmt es nicht? Sag, dass es stimmt, sonst nehme ich die Hand nicht weg. Julia, ich... Karl, können Sie mal kurz weitermachen? Kannst du dir vorstellen, wie es mich fertig macht, dass du ständig zu mir Abstand hältst? Du behandelst mich wie eine Aussätzige. Was soll das? Ich halte das nicht mehr aus. Natürlich ist zwischen uns mehr als nur Freundschaft. Viel mehr sogar, das kann auch jeder Blinde sehen. Aber es geht nicht. So leid es mir tut. Kannst du dich noch erinnern? Wir haben uns mal geschworen, alles, aber auch wirklich alles zu tun, damit wir so möglichst schnell zusammen sein können. Ich erinnere mich sehr gut sogar.
Aber es gibt einfach Dinge, die du nicht weißt. Und ich werde den Teufel tun, dich damit reinzuziehen. Mein Gott, du tust immer so, als gäbe es irgendwelche Probleme, die sich unserer Liebe in den Weg stellen können. Julia, es gibt auch Probleme. Du machst mich noch schwerer, als es ohnehin schon ist, ja? Okay. Wie du meinst. Ich werde warten, solange du willst. Ja, sieh mal einer. Gestern noch im Restaurant und heute schon am Reitstall. Julia, wir wollten noch in die Stadt fahren. Hier, ich habe nicht vor, großartig zu taktieren. Mit diesem Angebot gehen wir an die Grenze des Machbaren. Also, mehr ist nicht drin. Tja, das klingt doch ganz akzeptabel. Sieht so aus, als könnte ich das auch bei den Kollegen rüberbringen. Nur hier, sehen Sie. Ja? Ist zwar nur eine Formalität, aber es soll ja nur alles seine Ordnung haben. Diesen Absatz hier, den sollten wir noch gesondert ausstellen. Als eigenständigen Vertragspunkt, verstehen Sie? Naja, Sie werden mich schon nicht übervorteilen, was? Ich denke, das geht auch ohne Rücksprache mit meinem Vater klar. Tja, aber da gibt es noch eine klitzekleine Kleinigkeit. Und die wäre? Sagen wir 50.000 Mark auf das Sonderkonto der Arbeitnehmervereinigung für Kultur und Freizeit, kurz AVFK genannt. Wie bitte? Dieser Punkt, der war doch gar nicht auf der Liste. Das ist doch viel einfacher, wenn wir das ganz unbürokratisch regeln. Ich verstehe Sie nicht ganz. Ach Menschenskind, das zahlen Sie doch aus der Portokasse. Es geht doch nicht um den Betrag. Aber ich fürchte, da muss ich doch noch eine Rücksprache halten. Ist Ihre Zeit nicht meine? Ich ziehe aber diese Forderung um jeden Preis durch. Darauf können Sie Gift nehmen. Das werden wir ja sehen. Kleiner Tipp. Meine Gutwilligkeit hat Grenzen. Stellen Sie sie lieber nicht auf die Probe. So ein Mist. Die Hälfte ist noch bei Oliver. Na, wahrscheinlich hattest du beim Packen auch anderes im Kopf als ausgerechnet deine 7 Sachen. Du bist ja doch ziemlich überstürzt dort ausgezogen. Möchtest du drüber sprechen? Was würde das schon ändern? Vielleicht wird es dich ein bisschen erleichtern. Und dann müsstest du nicht mehr ganz so verzweifelt weinen wie letzte Nacht. Tut mir leid, wenn ich dich geweckt habe. Ach, dumm. Weißt du, ich leide mit dir, wenn du Kummer hast. Und vielleicht können wir gemeinsam nach einer Lösung suchen. Ich habe in letzter Zeit oft über dich und Oliver nachgedacht. Und ich muss sagen, alle Achtung, wie du dich für ihn aufgeopfert hast. In meinen Augen war das manchmal fast schon ein bisschen zu viel des Guten. Vielleicht ist das an allem schuld. Wenn das so einfach wäre. Das bisschen Erschöpfung stecke ich doch leicht weg. Ich habe ihm doch gerne den Rücken gestärkt. Ich habe doch seinen sportlichen Ehrgeiz bewundert. Aber sein Ehrgeiz ging eigentlich auf deine Kosten. So darfst du das nicht sagen. Ich kenne keinen, der gutmütiger ist als er. So? Aber das hätte ich ihm nie zugetraut. Was? Hatte eine andere. Viel schlimmer. Und jetzt kein Wort mehr über diesen Mistkerl, kein einziges. Was ist? Was? Dieses egoistische Schwein über Leichen geht er. Und mich hat er total betrogen. Weißt du, was das Allerschlimmste ist? Ich liebe ihn noch immer. Ich liebe ihn noch so. Hast du Vater irgendwo gesehen? Der ist gerade mit ein paar Käufern bei den Pferden. Die scheinen sehr interessiert zu sein. Wie kommst du denn mit deinen Verhandlungen voran? Soweit ist eigentlich alles klar, nur dieser Salinger stellt plötzlich seine merkwürdige Forderung. Eine merkwürdige Forderung? Er will sozusagen eine Spende über 50.000 Mark auf ein Sonderkonto der Arbeitnehmervereinigung für Kultur und Freizeit, kurz AVFK genannt. Ja und? Na, ich bin zwar nicht gerade sehr bewandert in solchen Dingen, aber spür doch im kleinen Finger, dass da was faul dran ist.
Zumal er diese Forderung unbürokratisch regeln will. Sag mal, bist du so naiv oder tust du nur so? Dieser Fonds, falls es ihn überhaupt gibt, kommt mit Sicherheit nur einem einzigen Arbeitnehmer zugute. Gregor Salinger. Wieso? Schätzchen, Salinger möchte von dir geschmiert werden. Geschmiert? Da bin ich gespannt, was Vater dazu sagt. Das muss er natürlich sofort erfahren. Diesen Weg kannst du dir sparen. Du kennst doch deinen Vater, den Ehrenmann. Wenn er allein das Wort Bestechung hört, kriegt er schon ein Magengeschwür. Ach so. Verstehe. Das hält man nicht für möglich. Sie haben meinen Preis sofort akzeptiert? Ohne jede Widerrede? Ist doch völlig normal, oder? Nee, so schnell und knapp habe ich noch nie ein Pferd verkauft. Wenn mein Ansehen als Züchter jetzt steigt, dann ist das auch Ihr Verdienst, Peter. Es macht ja auch Spaß, mit Ihren Pferden zu arbeiten. Ob Sie es hören wollen oder nicht. Ich glaube, Sie haben das Zeug dazu, aus allem das Beste zu machen. Leute mit diesen Fähigkeiten sind ganz selten. Denken Sie mal darüber nach und verplempern Sie nicht Ihre Talente. Es tut mir leid, dass Sie unbedingt gehen müssen, aber ich hätte Ihnen gern noch weiter auf die Sprünge geholfen. Naja, mir tut's auch leid, aber Sie kennen ja die Problematik. Na ja, klar. Ach, Julia. Diego, gehst du schon mal ins Haus? Ich muss noch was mit Papa besprechen. Ja, ich werde mal Teewasser aufsetzen. Und, wie ist es gelaufen? Oh. Erfolg. Erfolg auf der ganzen Linie. Ach, wie klasse. Ja, Peter hat ganze Arbeit geleistet. Ach, was bei den Pferden. Hey, Julia, wir haben noch was zu erledigen, für morgen zu besprechen. Aber dann stehe ich dir zur Verfügung, ja? Bitte. Ja. So, Herr Salinger. Na, was sagt der Herr Papa? Ich habe Sie schon verstanden. Sie möchten gern von mir bestochen werden. Aber ich bitte Sie. Wollen Sie etwa bestreiten, dass Sie Schmiergeld von mir haben wollen? Geben Sie es doch zu. Gar nichts gebe ich zu. Ich versichere Ihnen aber, Herr von Anstetten, Sie setzen gerade die Zukunft der Firma Avatex leichtfertig aufs Spiel. Ich lehne es ab, mit korrupten Gewerkschaftsvertretern weiter zu verhandeln. Jetzt hören Sie mir mal gut zu. In wenigen Augenblicken werde ich diesen Raum verlassen. Entweder mit Ihrer Zusage, die 50.000 zu überweisen, dann ist alles klar. Oder? Oder Sie bleiben bei Ihrer Haltung. In diesem Fall betrachten Sie bitte die Verhandlung als gescheitert. Sie haben die Wahl. Auf Korruption habe ich nur eine Antwort. Raus! Wie bitte? Sind Sie schwerhörig? Ich habe gesagt, raus! Das werden Sie noch bereuen. Was war denn los? Oh, so ein korrupter Kerl, ja? Aber da hat er sich verrechnet. Mit mir nicht. Henning, ich bin stolz auf dich. Ja, ist ja gut. Hallo. Julia. Kannst du so lange draußen warten? Ich habe schon viel zu lange gewartet. Ich muss mich ums Pferd kümmern. Und wer kümmert sich um mich? Ja, ich kann nicht. Ich liebe dich.